Sie sind hier, 26. Dezember 2018, 11:19 Uhr, von Sportinformationsdienst. Lesedauer, 2 Minuten. Vergrößern, verkleinern. Kenneth Gagness konnte in seiner Karriere ein Einzelspringen gewinnen und holte mit dem Team WM Gold 2016. Urheberrecht Getty Images. Kenneth Gagness ist der Pechvogel im Skispringen. Wegen diversen Verletzungen hat der Norweger seit 2016 kein Weltcup-Springen mehr absolviert. Jetzt tritt er zurück. Der norwegische Skispringer Kenneth Gagness hat nach insgesamt 4 Kreuzbandrissen und einer erneuten Oberschenkelverletzung seinen Rücktritt erklärt. Das gab der 29-Jährige kurz vor Beginn der Vierschanzentournee ab Samstag, 29. Dezember im Sport1 Live-Ticker bekannt. Der dritte der Saison 2015-2016 hat seit März 2016 kein Weltcup-Springen mehr absolviert. Zeitweise hatte ich sogar Probleme beim Treppensteigen. Die Entscheidung hat mir schlaflose Nächte bereitet. Jetzt denke ich, dass es die richtige Entscheidung war, ich kann wieder schlafen, sagte Gagness. Kenneth kämpfte mit vielen Verletzungen. Gagness hatte im Dezember 2015 in Lillehammer den einzigen Weltcupsieg seiner Karriere gefeiert und anschließend bei der Tournee den 4. Platz belegt. 2010 und 2013 hatte er einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten, 2016 und 2017 war das linke Knie betroffen. Nun führten die Probleme im Oberschenkel zum Rücktritt. Punkt. Norwegens Nationaltrainer Alexander Stöckel sprach von einer sehr traurigen Nachricht, die aber mit gesundem Menschenverstand getroffen worden sei. Ich kann Kenneth nur für all die wunderbaren Momente danken, die er uns geschenkt hat, von Sportinformationsdienst.